Oh Gott, das ist ja schon wieder am Game. Der erinnert mich an mich irgendwie. Komm mal, ich bin Gamer, aber ich ständig am Suchten. Gut, Freunde, willkommen zurück zu ein bisschen Scum-Action. Denn voll eklige Schlammhöhle hier und... Somebody. Ja, finde ich aber cool, dass die Mucke von draußen so gedämpft hier reinhorcht. Jetzt gucken wir mal, was befindet sich hier hinter. Ich habe immer noch die Vermutung eines Bossgegners. Oh, ein Typi. Lieg in diese rum, Mann. Okay. Let's see now. Ja, keines fehlt mir. Ja, passt mir irgendwie. Jetzt haben wir so einen bekackten Hut. Warum liegt der hier? Mit irgendeinem besonderen Grund? Er da unten ist unser Eierplatz. Ich hab die Mütze geklaut. Warum hab ich die Mütze geklaut? Da klappt mir einer. Na gut, aber ich sollte nicht runterspringen, ich laufe wieder zurück. Anscheinend nur um die Mütze zu kriegen, damit können wir jetzt anscheinend irgendwas Besonderes machen. Das werden wir ja gleich sehen. Ach, ist doch herrlich, Mann. So, erstmal jetzt gedämmte Schlammmucke hier. Voll eklig. Einfach nur räudig. Ja, Conker, ganz deiner Meinung. Selbe Geräusch bräuchte ich auch gerade. Ja, das ist klar. Hat also nicht noch eine Hand hochstecken können, um dann nochmal zu greifen. Nö, bitte nicht. So, ganz eklig hier rausgeschlammbelt. Gamble Schlambo. Ah, da ist wieder Schumbadambay. Mucke. Cutscene-Time und wir kommen mit der komischen Mütze da raus. Sieht bescheuert aus. Der findet, das passt ihm. Na gut, wenn er meint. Ist comfy? Ey, ich bin jetzt aber einer von euch. Was labern die da? Na, nicht die Typen schon wieder. Oh yeah. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß, ich bin cool. Ich weiß. Mögt ihr die Steintypis da oben? Ich mag die auch nicht. Wollen wir die loswerden? Ja, sicher? Jo. Okay, dann folgt mir. Ah, wie geil. Wir haben jetzt Gefolgschaft. So, wir können jetzt also die Steintypis loswerden, um in die Bar zu kommen. Das hat Style, sag ich euch. Was ist denn mit euch in Ordnung? Sie beten mich an. Ich bete. Mein Arsch ist aus Knete. Mein Pinkel ist aus Holz und darauf bin ich stolz. Aua, Dor. So, Leute, kommt mit. Folgt mir unauffällig. Ich weiß, wo es lang geht. Ich bin euer Führer. Ja. Oh Mann, seid ihr blöd. Ist egal, die kommen bestimmt trotzdem daher. Lass mich ran, die kommt noch nicht hinterher. Ja, toll. Na gut. Kommt mit, Jungs. Kommt zu Papa. Was labern die da? Alles komplett hier? Ey, könnt ihr nicht meine Kumpane abfackeln? Kommt mit, Jungs. Kommt zu Papa. Kommt. Ich bin euer Führer. Ich führe euch ins gelobte Land. Wo Bier kostenlos aus Hähnen fließt. Alle vier da? Ja. Supi. Los, machen wir die Steintypis platt, yeah! Hey, du! Aua! Okay, die mögen mich offenbar trotzdem nicht. Sorry, wenn ich gerade so leise bin. Kommt mal mit, Jungs! So. Wenn ihr bitte...
Lass mich mal, lass mir den ersten Schlag, dann ist er ins Euers. Oh, Knacks, Boom. Aua, es gab... Oh, wie fies. Ja, gut, Knacks. Hat Knacks, ja, richtig schön durchgeschlitzt. So, dann würde ich sagen, ich sammle mal die Schokolade, die in der Ecke liegt. Nehme ich auch voll. Und dann gehen wir in die Steinebar. Ich sagte keine Schuhe. Wiss dich. Ich glaube mir schon, dass du mich hier reinlassen wirst mit meinen Kumpels hier. Also, was hast du? Ey, ich brauche ein Passwort. Ist hier ein Passwort? Felatio? Fidelio? How do you know that? I know everything, I'm the king. Well, ich weiß alles, bin der König. Hast du den Prolog gesehen? Oh. Können wir rein? Ja, na gut. Na, lass ein bisschen Spaß haben. Oh, geil, automatische Tür. Los, los, Rinder! Ich hab eure Koppelswecker, Boxsack, bin Porno. Hi. Oh yeah! Oh, das Beat oder was? Oh, geil! Yeah! Kann er tanzen? Wäre cool. Oh mein Gott! Da hinten im Käfig sitzt unsere Olle! Ist die gerade zur Stangenbitch geworden? Ah, okay, da ist ein Schalter. Legt der Drücker die Tür auf. Oh, geil, der Beat, Alter. Oh, das ist heavy, Alter. Hier irgendwelche. Da oben ist sie. Sind die da unfreiwillig gehalten oder ist sie einfach nur am Feiern? Ey, lass mich fäden, der wollte mich gerade hauen. Sieht eher aus, als ob sie mittanzen würde. Wow, super. Wie wird dabei gerade gesehen? Hey Leute, was geht ab? Oh, sorry. Wart nicht. Ah, hier kann ich mich wieder volllaufen lassen, nehme ich mal an. Aber hier liegt ein Stein. Das könnte natürlich einfach sein, dass ich... Ah, geile Mucke. Oh, halt Stein, komm mit. Ich will dich hochrollen, ich brauche dich für den Schalter. Ich will zu meiner Eulen. Oh, Konka, streng dich an, das schaffst du, Mann. Oh, da jetzt noch hoch und dann dürfen wir den Schalter nicht drücken. Ich hoffe, der schafft den Berg hier hoch, Alter. Oh, ja, los. Komm, komm. Anstrengen und anstrengen und anstrengen und... Alter, geiler Beat. Komm, 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 das schaffst du, Mann. Das schaffst du. Nein, bleib hier, du Kackstein, nein. Von der anderen Seite, komm, komm. Oh, hart, Alter. Richtig harter Ding hier. Oh, komm, komm, das schaffst du. Ja, du schaffst es, Mann. Die Tür ist open. Los, ab zu unserer Bitch, Alter. Wie fies.
Aua! Bin jetzt hier durchgefallen. Bin ich jetzt hier? Hallo? Jetzt bin ich hier oben, bringt mir auch nichts. Kämpft die gegen uns? Will die uns hauen? Geile Mucke, muss man sagen. Bin ja sonst nicht so der Techno-Fan, aber klingt cool. Hat voll Style hier im Game. Aha. Wie soll ich hier oben was hinkriegen? Geht da ja nicht. Kann ich hier oben was hinschieben? Wow. Die wollte mich da gerade eiskalt runterschieben. Kann ich hier irgendwas hochschieben? Ich glaube nicht. Kann ich hier einfach nicht. Hä, hier die hochspringen können oder was? Ist ja billig. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn es einen zweiten Stein gibt, ich den da auch hochrollen kann. Also ich kann ja irgendwas in den Eingang jetzt theoretisch rinrollen. Aber wenn ich den Knopf jetzt wieder von dem Stein runternehme, dann ist ja auch doof. Was macht man da am besten? Wir können ja mal runtergehen und mal einen trinken. Vielleicht fällt mir davon irgendwas ein, dann müssen wir bestimmt wieder pieseln oder was. Pieselstrahl. Mach mal ein bisschen lauter, ist nämlich schon ein bisschen spät hier. So. Was trinkt mir das jetzt hier? Soll tief uns weg haben. So. Wenn ich den jetzt runternehme, geht er die Tür zu. Bringt ja auch nichts. Heißt, ich muss da rechts oder links drin. Der Stein lässt sich ja nicht runternehmen. Na toll. Ja, bleibt mir bloß noch was zu trinken. Also, Freunde. Was? Halt, da ist ein Plusknopf. Voll die geile Bar hier. Selbst die komischen Pimmelmänner hier sind am Feten. Gibt auch keinen neuen Stein. Auch scheiße, würde ich sagen. Ah, geil. Drinking Time und der Tank ist voll. Ja. Ja, geile Sache. So, was können wir jetzt mit B machen? Das schon wieder. Aha, okay, gut. Warte mal, irgendwie hat einer mal einen Comment geschrieben. Ah, mit Z kann man den Strahl noch stärker machen. Jetzt wissen sie doch endlich. Ist ja gut, Konka. So, ich hoffe, gibt's ja nicht. Ach, da, ach, jetzt weiß ich. Ah, ich weiß es. Das Plus, was ich gesehen habe. Das Plus, was ich da gesehen habe, das war bestimmt dazu da, um wieder clean zu werden. Um einen klaren Kopf zu kriegen. Aber was muss ich jetzt machen? Ah, Konka! Erstmal hingekotzt, Konka! Das sind viel zu gut. Ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt hier erstmal einen anpieseln oder was ist los? Problematisch wird nicht, ne? Ah, erstmal schön inzwischen. That's what I need, ne? Als Ching erstmal Glas weggeschmissen. Bam, bam, badam, bam, bam, badam, bam. So, und jetzt hier einfach hinstellen und dann losstrahlen oder was? Steckt mir ganz schön schwer vor. Aber gut, machen wir das einfach mal. Ich könnte mir was anderes vorstellen. Mal gucken, ob das auch so klappt. Ja, und Tankfall. Ja. So, komm, lauf mal bitte. Bisschen schneller hier. Wow, Alter, schwummert hier. Das ist voll heavy. Na, weg, aber mal da hinten drin stürzen und mal auf den anderen Schalter mich da umsetzen, weil ich krieg da irgendwie Ruffkotzen oder so. Und dann wird der Schalter so bestätigt. Wäre ja auch ganz cool. Ist ja nothing impossible, wa? Ich hoffe, Konkas Alkoholphase hält noch ein bisschen.
Geh mal weg. Hau ab. Oh, die Riesenmöpse, Alter. Komm, Kalka, halt noch ein bisschen durch. Bis later. Und alle. Ist ja irgendwie. Ja, das ist ein viel zu gut, ja. Wollen sie hier mal drauf machen oder was? Ich sehe auch. Könnte einfach nur eine Holzmaserung sein. Ich stürze das einfach mal runter, ist mir egal. Oh, doch! Ist ja, so bin ich schnell da unten. Oh, jetzt muss ich wieder rumlaufen. Um zu meinem Ding dazu kommen, weil Konka kann ja leider nicht hochspringen. Ist total stoned und so. Ja, da sind viel so gut. Es ist nur eine Frage der Zeit, was er wieder hinkübelt. Tja, vielleicht doch die Leute anschniedeln. So kann ich überspringen. Haben wir ja nur gesehen. Tja, Leute voll schniedeln. Und dann auf den Schalter rauflocken? Ey, wie ist das denn? Bin grad ein bisschen überfracht wieder mal. Aber wir sind auf jeden Fall hier reingekommen und das werde ich jetzt auch nutzen hier. Also, jetzt hier ist ja gut, Konka. Danken und so. So, jetzt würde ich also sagen, schniedeln wir irgendwen einfach mal an, wenn wir Bock haben. Kann mir auch vorstellen, dass ich dafür voll aufs Maul kriege. So. Oh, bam! Wir kriegen voll aufs Maul dafür. Ja, ich höre hier auch irgend so ein Help me out oder sowas. Aua, fies! Und halt von hier oben, ist mir auch egal. Schniedelstrahl, frisst das? Vielleicht muss ich mir einfach derbst daneben benehmen. Oh oh. Aua, Dor. So, jetzt ist sie wieder lieb, aber ich habe schon wieder Kopfschmerzen. Was soll ich jetzt machen damit? Ja, ist ja gut, kennen wir nur. Tja, das ist die Frage. Rätsel, Rätsel, Rätsel. Erstmal Schokolade aufladen wieder. Tja, was könnte ich machen? Ich überlege gerade. Irgendwas da oben aufstellen. Kann ich denn da irgendwas anderes nicht finden? Wir gucken uns mal um. Ich guck mir jetzt nochmal um hier. Ich geh mal hochklettern. Ach, so geil. Aber ich sehe ja hier auch nichts. Ich sehe ja nichts eigentlich hier. Und Konkas Kopf ist immer im Weg beim Gucken. Ist ein bisschen ungünstig von der Kameraperspektive her. Darum ist das hier mit dem Kotze-Dingen. Aber das bringt mir aber ja nichts. Ich hab ja nicht, weil ich rufschieben kann. Ich will ja meine Freundin mitnehmen. Wie komm ich hier hin? Warte mal, vielleicht. Wir können ja hier hochklettern, mal gesehen. Voll billig und so. Kann ich euch schieben, ihr Dicken? Nee. Der bringt mir halt hier nichts. Vielleicht muss ich doch bis mit Alkohol, also mit Alkohol bis hier oben hochkommen. Haha, kein Fall damit gekriegt. Haha, cool. Hat Style und so. Heiße trinken so schnell wie möglich da hinten drin und so. Aber bringt das wirklich was? Ich kann den Steiner mal überprüfen, Freunde. Ich zeig's euch, ich kann das mal versuchen. Lieber halt doppelt überprüfen, bevor man nachher einen Fehler macht und den hier irgendwie rumsucht. Hast du einen Stein für mich? Nee, das kann ich auch nicht anreden irgendwie. Naja. Hier kann ich nicht mehr bewegen. Geht nicht. Bleibt jetzt so. Solange der Schalter offen bleibt, bleibt nur das Ding offen. Das bringt mir also halt nichts. Vielleicht müsste ich es aber auch so machen. Ja, okay, versuchen. Naja, ich glaube, da wird der Part wieder ein bisschen zu lang. Aber so viel habe ich noch nie geschafft. Ach, da kommt der Projekt jetzt noch.
richtig schön tanken wieder mal. Ja, ist ja gut. Schnell mal überspringen hier. Kenn die Animation jetzt nur oft genug. Würde sagen, ich schniele jetzt mal ihn an und lock den einfach mal in das Ding darin. Vielleicht geht es so hoch. So, dann stelle ich mich da kurz davor, schniele den an und springe dann darin. Dann kommt er mir vielleicht hinterher. Ja, ist ja gut, Konka. Ist ja gut. Ha, wie er torkelt. Oh, kann ich mal Kamera drehen, lieber? Ist egal. Schniedelmodus. Na, kommt er mir nach? Nee, schade. Gut, wir können wieder gar nichts mehr. Kann man nicht vorwärts und nicht rückwärts springen. Autsch. Das ist natürlich peinlich. Vielleicht muss ich doch mit vollem Alkohol, also noch mit Restalkohol dahin und dahin. Oh, auf den Schalter schniedeln würde ihn ja wohl nicht betätigen, oder? Ich weiß es nicht. Was bringt mir da? Das müsste eigentlich eine voll logische Lösung sein. Ja, gut, kennt man auch. Ich überlege gerade, was könnte ich noch machen? Also, ich kann wirklich bloß eigentlich mit dem Alkohol da hingehen und versuchen, den Knopf gedrückt zu lassen mit Kotze? Würde überhaupt keinen Sinn ergeben, wenn ich mir ehrlich bin. Und einen anderen Plan hätte ich einfach nicht. Ich hatte hier auch so ein Help-Me-Out-Dingen. Ein Schalter hier wird auch nicht. Die Platte hier, was bedeuten? Ich weiß es nicht. Tja. Ja, richtig am Abdancen. Gut, ich würde sagen, wir gucken mal im nächsten Part, sonst wird es ja wieder ewig lange. Und bis dann wieder mal Mathe-Tutorial rein und.